Ich öffne die Augen und beginne. Natürlich, Bro! Du bist hohl, sonst nichts! Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein Diss-Track. Wir müssen den Part für die anderen Leute quasi mitschreiben. Ich hab's vergessen. Ich habe ja ein Musiklabel. Da bin ich heute im Studio, Leute. Und ich muss noch dieses Jahr. Ich muss noch zwei Diss-Tracks dieses Jahr machen. Habe ich euch schon mal das Studio gezeigt? Kommt kurz mit, passt auf. Also, hier, Produktion Nummer 2. Gerade mal eingerichtet. Hier, das ist die Booth, da wird recorded. Und dahinter ist die andere Regie. Hier vorne, unser Kapital. Pfandflaschen. Und das? Das ist alt, das heißt jetzt anders. Space Music Records. Wir sind nicht alleine hier, meine Freunde. Das war die Rufe vom Studio. Lasst einen Daumen nach oben, ciao. Kleiner Joke. Ja, jedenfalls bin ich alleine hier und ich habe jetzt irgendwie folgende Aufgabe gesetzt. Ich muss noch einen Diss-Track machen. Ich werde euch im Laufe dieses Videos nicht verraten, um welchen Diss-Track es sich handelt. Kurs geht raus. Ihr werdet das nächste Woche früh genug noch erfahren, glaubt mir. Der Diss-Track wird nicht alleine stattfinden. Ich habe ein paar Feature-Gäste. Es könnte einer der beiden Diss-Tracks sein. Es gibt einmal den gegen Trimax, einmal gegen Gewitter im Kopf. Ich werde hier ein paar Sachen machen. Ihr werdet aber nicht erahnen können, was nächste Woche kommt. Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein Diss-Track. Und nächste Woche kommt auch übrigens eine neue Not-So-Cool-Single. Das wird alles ziemlich wild. Ich denke mal, 2 Musik-Releases die Woche. Das schmeckt. Auf jeden, Bruder. Wir haben jetzt ungefähr 4 Stunden Zeit für meinen 16er, einen 16er von einer weiteren Person, einen geteilten 16er von 2 Personen und einer Hook von einer weiteren Person. Das heißt, wir haben 4 Features. Das ist richtig, 4 Features, ne? 4 Features auf einem Track mit einer wunderschönen Hochbegleitung. Und ich habe mir da natürlich wieder professionelle Hilfe gesucht. So wie kann ich verraten, die 4 Leute sind keine professionellen Musiker. Das sind alles YouTube-Legenden. Und ich habe das nette Vergnügen, heute Abend mit... Ja. Ich habe alles versucht. mit... Aka Wavy. Ey, dieser Hund ist das immer. mit Navy auf jeden Fall. Und dann Kani ist auch mit dabei, er ist für die AdWords da unten. Ja, und Young Bokura Aka. So, wir werden uns ranmachen. Wir sind alle übertrieben gut drauf, wie ihr merkt. Akani hat doch richtig Bock. Akani hat richtig Bock darauf. Akani hat richtig Bock. Ne? Kein LSD für Runde, Mann. Ja, ich würde sagen, wir kicken rein. Wir leiten das Ganze ein bisschen mit dem Video. Und ich hatte keinen Upload für morgen, deshalb habe ich das gemacht. Ciao. Okay. Wir haben jetzt schon ein bisschen gebrainstormt so. Mann, ich würde euch so gerne sagen, was abgeht, also um wen es hier geht. Akani, hey, wir zeigen euch gleich mal ganz kurz, was für ein Beat wir gepickt haben. Also den haben wir noch nicht, aber wir überlegen gerade. Wir werden auf jeden Fall bestens versorgt von Kirex Tani mit wunderschönen Beats. Das Problem ist, wir haben erstmal nicht so viel Zeit und zweitens, wir müssen den Part für die anderen Leute quasi mitschreiben. Es ist wie gesagt ein Diss-Track so. Und die anderen, die halt mitrappen, ja, und auch die Hook machen, die sind so... Die sind halt nicht die besten, aber ich bin ich ja auch nicht, von daher passt es schon. Wir werden auf jeden Fall gleich mal so ein paar kleine Schnipsel von Segmenten, wo ein bisschen was gerappt wird, auf jeden Fall reinbringen. Und die eine oder andere Line kann man, glaube ich, auch out of context irgendwie machen, ohne dass ihr wisst, um wen es geht. Also ich glaube, das geht schon. Zum Beispiel, warte. Du elendiger du bist so fett und deine Freundin nicht mal nackt. Kunst. Perfekt, Digga. Perfekt, einfach Kunst. Okay, Leute. Den Rappen ist halt einfacher, ja, auf den Rappen ist einfach, aber guck mal hier, wenn das Intro hier kommt. Das gibt direkt viel Fläche für so Storytelling, weißt du, was ich meine? Okay, wir stehen gerade zwischen 2 Beats und ich glaube, obwohl der was komplexer ist, ist der so alleinstehend, dass wir, glaube ich, den doch kriegen. Und es ist natürlich wieder ein Tani-Beat. Okay, Leute, der Tag steht jetzt so weit. Der Hack steht auf jeden Fall jetzt soweit und wir haben die Ehre, dass Navy uns das Ganze jetzt nochmal vorfloat, weil alle Beteiligten, inklusive mir, also absolut Dog sind. Ich glaube, wir liegen relativ gut in der Zeit, oder? Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir haben angefangen um 10, das haben wir jetzt 12. Chillig, Bro! Chillig. Bisschen Distortion vielleicht noch, dann ist perfekt. Können wir eigentlich so zum Mastering rausschicken. Also er hier, Akani, er hier ist heute wirklich ganz schlimm. Akani, mach mal Sitz. Sitz. Seht ihr? Normalerweise geht es beim ersten Versuch, aber heute ist es ganz schlimm. Ich weiß, wie die Technik funktioniert. Nimm mal was auf. Ja. Ey. Ja.
Der Beat ist mit drauf und ich zieh die Hose aus und ich bin ein dummer Lauch. So, ich weiß, woran es lag. Guck mal, hier mein Schlauch. Oh, das war gut Freestyle. Ich bin gut. Hey, das sei lieber eine gute Idee von mir. Ja. Der Beat ist mit drauf und ich zieh die Hose aus und ich bin ein... Chill ich. Das war geil. Jungs, wir haben's. Diswerk ist fertig. Lasst einen Daumen. Oh, Digga. Manchmal bin ich einfach überarbeitet, ey. Kennst du auch, oder? Das ist eine Verkrummspeise. Oh, Digga, der war so tief. No sexual. Oh. Ja, oh. Ja, oh, ich kann. Ja, yeah, oh. Ich brauch keinen Mundschutz, ich hab einen Popschutz. Ne, andersrum. Wir können heute Corona-konform rappen, denn ich habe hier einen Popschutz für Verdeppen. Ja, ich bin der große Straßenking und das Rascheln. Gewitter im Koi. Das war's. Gegen dich sind Neandertaler Hightech. Du bist dumm oder bald. Ja, Bro, du musst es mir vorflauen, weil sonst bringe ich mich um. Wenn eine Tonne Botox drin, du bist hohl, sonst nichts. Das war's. Ich verstehe nicht. Big Spoiler an der Stelle. Big Spoiler. Ich verstehe nicht, wie Akani hier schlafen kann einfach. Das kann doch nicht sein, Bro. Back. Okay, jetzt hast du ungefähr ein Studio und bleibst 7, 8 Uhr. Echt jetzt? 2 Uhr nachts, Bro. Okay, sagen wir, ich gehe um 11 ins Studio. Aha. Und gehe um 6 Uhr, 7 Uhr morgens. Okay, soll ich dir kurz meinen Tag beschreiben? Microsoft anrufen, dann ruft Steve Jobs an. Ah, nee, Steve Jobs kurzer ist tot. Nein, du bist so Fan, der ruft ihn trotzdem an. Doch, der ist ja nicht tot, weil das wissen ja viele nicht. Wenn man über 100 Millionen im Jahr verdient, dann hat man auch Kontakt mit den Toten. So. Ja. Kannst du mich groß rausbringen, bitte? Kannst du mich wirklich groß raus? Oh nee. Für alle, die das sehen, falls du jetzt filmst, du kannst aus. Also jeder hat eine Stimme und jede Stimme ist ein Tool. Du musst nur rausfinden, was du aus dir rausholen kannst, aus deiner Stimme oder aus was auch immer. Und diesen Skill kannst du dir antrainieren über Jahre. Da kann keiner sagen, ich habe weder die Stimme nicht oder ich bin dafür nicht geschaffen. Ganz ehrlich, du kannst jeden probieren und vielleicht bist du nicht der allerbeste in irgendwas, ne? Aber wenn du Sperrwurf nimmst, solange du deine Arme hast, Alter, kannst du das auf jeden Fall so weit treiben, dass du ihn 20 Meter weiter werfen wirst nach einer gewissen Zeit von Training so. Und es geht gar nicht darum, besser oder schlechter zu sein als jemand, sondern einfach nur seine Version zu verbessern, Alter. Gut. Mess dich an dir selber, scheiß auf die anderen, es ist so scheißegal, Mann. Es geht Soll doch um dich, sagen, oder? Was ich jeden Tag aus mir raushole? Ganz viel Kann man sich mal vorstellen, dass Dead Adam hier damals in diesem Studio hat Dead Adam ihre großen Hits geschrieben. Gewitter im Koi. Zum Beispiel. Das war nicht Dead Adam. Das ist von Dead Adam. Das hast du, Sebastian. Das ist Dead Adam. Okay, Leute, ich bin back in meiner Flat. Es ist 4:02 Uhr. Hier ist das Frühstück, meine Freunde. Hier ist es. Ich würde sagen, das war's von diesem unglaublich geilen Vlog. Ich bin heute Morgen um 6:30 aufgestanden und um 6:30, glaube ich. Ich bin einfach nur durch. Mann, wieso habe ich denn noch gestreamt und habe dann noch diesen Song gemacht? Aber wir haben es geschafft. Noch eine Session und das Ding sitzt. Und ich glaube, also das wird ein größerer Hit als Jause. Ich bin raus. Ciao.